Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Schach. Wir spielen gegen Wombat. Mein Damen-Gambit hier. Bisher. Nimmt so. Was spielen wir denn mal? Ich finde, Dame C2 ganz interessant. Hoffentlich spielt er. Okay, er spielt keinen D5. Ich dachte schon. Er spielt das im Bogo-indischen Style. Ja. Auf kurz oder lang wird er den Läufer sowieso tauschen. Deswegen lohnt es sich nicht, A3 zu spielen. Warum nimmt er den Läufer raus? Das war eine meiner schlechtesten Figuren. Wir könnten den Springer mal fesseln. Ich glaube, das ist eine ganz schön unangenehme Fessel für ihn. Okay, H6. Jetzt kann er wieder schlechter F5 spielen, weil das noch mehr schwächt. Wo stört ihn der Läufer am wenigsten? Ich glaube, auf D2. Ich kann immer noch C3 nehmen. Okay, dann nehme ich den Läufer jetzt. Turm C8, okay, er will C6 spielen. Ja. Was ist denn unser Plan hier überhaupt? Erstmal H3. Wenn gar nichts geht, dann spielt man H3. H3, A3. In manchen Fällen drohe ich Läufer H6, aber jetzt noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Kreien wir uns mal den Läufer. Oh. So viel Raum gibt er mir. Wenn der Läufer C7 spielt, kann ich, glaube ich, C5 öffnet alles. Ich frage, ob ich das will. Was hätte ich denn gerne hier in der Stellung? Ich hätte gerne. Ich glaube, ich bin mit F4. Fällt mir irgendwie besser, als aggressiv zu. Aggressiv am Königsflügel gefällt mir besser als aggressiv am Damenflügel irgendwie. Ich sollte König H1 noch spielen irgendwann. Er nimmt raus. Das ist auch komisch. Aber okay. Er hat natürlich E4. Anvisiert. Und ich krieg gerade einen Krampf in der Hand. Was ist das? Zu wenig Magnesium. Springer D7 könnte eventuell gut sein. Um mehr Grip auf E5 zu haben. Dann spielt, glaube ich, Dame G3. Läufer H6 droht. Und Läufer D6. Was? Boah. Das soll gehen. Läufer D6, Dame D6. Läufer H6, Dame H6. Und C3 hängt. E5. E5. Springer E5, Läufer E5. E5, Läufer E5, E5.
Ja. Der geht natürlich. Turm F6, Läufer G3. Turm E8. Turm E8. Ja, gut, ich muss. Muss ich das machen? Ich glaube, ich habe einfach eine Figur weniger. Was ist denn mit Turm E5? Dame E5 wahrscheinlich. So ein Shit. Kann ich ihn irgendwie nur austricksen hier? Oh Mann. So billig schon wieder. Hat sie voll zum Rechnen. Das ist ein blöder Krampf in der Hand. Der irritiert mich. Ist jetzt sowieso verloren, aber. Ja, mit dem Turm nehme ich C5. Ah, das ist scheiß Krampf. Ich könnte auch einfach Turm C5 spielen, wenn das einfach haben will. A5 geht auch. Mal sehen, ob das hier noch was wird. Wenn er dann nimmt. Einfach mal decken. Turm A2 wäre lustig mit Springer B4. Ah, das war die Idee. Ja, ich muss tauschen. Fällt mir gar nicht. Aber er muss das erstmal gewinnen. Ah, scheiße, ja, so gewinnt das natürlich ganz einfach. Okay. War grauenhaft. So der oberflächliche Eindruck. Okay. Er spielt Bogo Indisch. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Bis hierhin ist noch alles normal. Ja. Das ist halt sehr komisch, dass er auf D3 nimmt. Ich habe halt überhaupt keine Probleme. Hier habe ich eine sehr gute Stellung auf jeden Fall. Und hier habe ich mich irgendwie total verleiten lassen mit E5. Einfach Springer A4, Springer E2 ist ganz normal. Okay, Springer E2 geht nicht. Aber Springer D1. Der Computer sagt sogar C5. Ja,
Mein Springer hängt außerdem auch gar nicht. Sollte man natürlich auch in Betracht ziehen. Oh, E5-0, sagt er. Springer E4. Das war natürlich auch noch eine geile Option. Und hier ist einfach weggeblandert. Mit dem gucken wir noch, was ab hier. Nö. Okay. Ah, irgendwie muss ich mehr. Ah, Blitzen ist so eine Sache. Hier habe ich eine richtig gute Stellung. Selbst hier noch. Und dann halt wieder ein Zug. Also alle Partien, die ich verloren habe, gehen immer so, glaube ich. An irgendeiner Stelle dann auf einmal wo, ganz da unten. Oder nach oben halt. Einfach nächste Partie besser machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.